Ich glaube vorher zu Tekkit, das habe ich auch gespielt eine ganze Weile. Da gab es noch ein anderes, das sah echt cool aus. Aber das wird, glaube ich, nicht mehr geupdatet. Beziehungsweise da müsste ich einfach mal gucken, ob das noch irgendwie geupdatet wird. Und ob es das auch fürs nur Minecraft gibt. Oh mein Gott, wenn man da nicht so richtig wach ist, ist das natürlich die tödlichste Musik hier überhaupt gerade. Wobei man eventuell wach wird. Wie sieht's aus? Müsste nicht bald die Schlucht kommen oder endet die hier über uns oder unter uns quasi gerade? Kole! Ja, jetzt habe ich gerade ein bisschen über Texturpacks philosophiert. Und in Gilde habe ich ja schon angekündigt, dass eventuell ein neues Let's Play ansteht. Als Ersatz für Gilde. Aber das wird bestimmt noch mal, ich sag mal, noch bestimmt einen Monat auf sich warten lassen. Also Gilde wird noch auf Folge 100 kommen, fürchte ich. Vielleicht wird es damit enden, vielleicht nicht. Ich weiß nicht. Mal schauen. In jedem Fall habe ich genug Spiele jetzt vor kurzem mir zur Auswahl geholt, nämlich das aktuelle Humble Bundle. Ich wiederhole aktuell und aktuell bedeutet zur Zeit der Aufnahme. Und zur Zeit der Aufnahme bedeutet 10.8.2013. Das ist, glaube ich, heute der letzte Tag sogar. Also versucht gar nicht erst das Bundle zu kaufen. Denn das wird bei euch nicht klappen. Ja, da ist nämlich zur Information, ich glaube, ein oder zwei Saints Row Spiele. Schlagt mich nicht, wenn ich nicht genau weiß, wie viele es davon überhaupt gibt. Weil, das war jetzt mir gar nicht so bewusst, dass es diese Spiele gibt. Also, ich habe den Namen mal gehört, aber mich damit nicht so beschäftigt. Und, Dead Island, Riptide und das Normale ist drin. Sacred 2 Gold, da weiß ich, was das für ein Spiel ist. Aber das ist auch schon älter, glaube ich. Und noch ein paar andere. Ach ja, Risen 1 und 2, glaube ich, war das. Habe ich aber beide schon. Aber trotzdem war es noch ein ziemlich gutes Angebot mit allein mit Dead Island, weil man kriegt sie an sich in Deutschland nicht. Und da hat man jetzt tatsächlich die Steam Keys bekommen für Dead Island und Riptide. Da war gerade eine riesige Spinne. Ich habe versucht, die zu töten. Und sie ist aber entkommen. Weil ich mich ja nicht so gut bewegen kann mit Headset auf. Und ich musste mich ein bisschen strecken. Und jetzt ist sie irgendwo anders und verschwunden. Egal. Ja, wie gesagt, man kann die Spiele jetzt in Deutschland nicht so einfach bekommen, weil die ja theoretisch nicht gestattet sind zu verkaufen. Ich habe es auch versucht, bei Steam zu suchen, was es theoretisch kosten würde, aber das geht schon alleine nicht. Der zeigt einem das gar nicht erst an. Ja, finde ich ganz interessant. Ja. Und ein bisschen schade, muss ich sagen. Also, na gut, ich weiß gar nicht mehr. Muss man bei Steam sein Geburtsdatum eingeben und irgendwie nachweisen, dass man tatsächlich so alt ist? Ich glaube nicht, ne? Dann wäre es verständlich. Also sonst hätte ich nämlich gesagt, wenn es sich bei Steam registriert, muss ja sowieso Geburtsdatum angeben und so, aber man kann ja auch ein falsches angeben. Von daher ist das jetzt nicht wirklich eine Option. Nein, meine Meinung war einfach, wer denn das 18. Lebensjahr erreicht hat, soll doch bitte selbst entscheiden, was er spielt. Und nicht groß vom Staat noch bevormundet werden in der Hinsicht. Aber wenn das zum Beispiel gar nicht geht, also wenn im Laden gibt es häufig genug, dass die Spiele zum Beispiel an Jüngere verkauft werden oder Alkohol oder Zigaretten, das passiert ja auch sehr gerne mal. Also nicht in jedem Laden natürlich, aber es gibt wohl Läden, die da nicht so ganz drauf aufpassen. Und wenn schon das passiert, dann wird das mit Spielen wahrscheinlich noch eher passieren, weil die sind ja keine Droge und das kann ja nicht schlimm sein, ist ja nur ein Spiel. Also ich bezweifle auch, dass es wirklich irgendwas Schlimmes gibt, was passieren kann, wenn jemand denn dieses Spiel möchte und
sich darüber informiert hat, was das für ein Spiel ist, wird dieser jemand wahrscheinlich selbst entscheiden einfach, ob er das haben will und auch dann wiederum selbst feststellen, ob es vielleicht das falsche Spiel für ihn war. Denn ich muss zugeben, solche Spiele sind auch immer grenzwertig für mich. Also ich spiele solche Spiele ungern alleine. Aber das habe ich, glaube ich, auch in Gilde schon gesagt. Theoretisch. Also ich weiß jetzt gar nicht, ob die Folge schon raus ist überhaupt, in der ich das sage. Zu der Zeit, zu der das hier rauskommt. So, ich hoffe, wir stoßen jetzt gleich wieder auf diese Schlucht. Was ist das denn? Achso. Emerald, oder? Jo. Da ich so viel Feed the Beast gespielt habe, zur Information, dachte ich jetzt, das wäre eins der anderen Erze, die da sind. Ich muss mal grad husten, Entschuldigung. So, wieder da. Ja, ich war gerade etwas perplex, warum denn hier so ein grünes Erz ist. Weil ich kannte es auch in diesem Texturenpack noch nicht, deswegen, ne? Verzeiht mir meine Unwissenheit. Schlucht? Verdammt. Wo sind die nun? Okay, hier auch nicht. Ach komm. Da ist die Schlucht. Ich fürchte, da müssen wir nochmal ein Stück nach rechts. Gleich. Werde ich hier nochmal einen Absatz reinzaubern und dann nach rechts. Aber das ist noch Eisen. Das muss ich mal mitnehmen. Eisen haben wir zwar ganz gut. Ganz guten Stapel. Aber ich glaube, Eisen kann man nie genug haben. So, einmal das Eisen hier packen und so ein paar Kuppelstöhnchen hier einzeln, damit der da jetzt reinsammelt. Ich möchte meine Inventarleiste nicht so vollgeballert haben mit dem Scheiß. So. Eisen, das ist ja unglaublich hier. So ein paar Diamanten wären schön. Ich glaube, wir hatten tatsächlich in diesem Let's Play, musste ich gerade mal überlegen, noch gar keine Diamanten. Das wäre mal was. Und diese fröhliche Musik stimmt mir dazu. Ich weiß das. So, jetzt geht's hier weiter. Gucken einfach mal nach rechts. Ob wir da... Also hier ist auf jeden Fall schon mal Wasser. Und Wasser könnte immer darauf hindeuten, dass jetzt gleich hier diese Schlucht ist. Aber wenn ich euch jetzt echt nerve und die ganze Zeit nur in dieser Schlucht entlang buddel durch den Stein, dann schaltet ihr definitiv ab. Ich sollte spätestens in der nächsten Folge was anderes machen. Außer wir finden die Schlucht und können halt zum Beispiel Diamanten finden. Aber wir sind schon auf Ebene 12. Oh, welch Freude. Das könnte bald bedeuten, dass wir Diamanten begegnen. Einmal kurz ein Brötchen in den Hals gesteckt. Und dann geht's hier weiter. Auf Diamantenjagd. Aber diese Schlucht, die freut mich schon, muss ich sagen. Ich weiß jetzt nicht, ob wie hoch und wie tief und überhaupt... Zum Bedrock gehen die Schluchten ja meist nicht, ne? Die sind ja meist so wenigstens auf Ebene 6 noch. Ich möchte diese Schlucht finden. Lava hört man jetzt auch schon. Also ich weiß nicht, wer es von euch gehört hat. Okay, Skelette sind auch zu hören. Da ist sie. Wir sind ein bisschen zu tief. Hätten wir uns hier das Reinbuddeln schon sparen können. Dann machen wir das mal so. Schmeißen da mal noch eine Ebene hin. Ach, und ich hasse diese Monster hier in Minecraft übrigens. Das ist auch schon was, was ich nicht mag. Gegen diese Monster kämpfen hier. Und dann könnt ihr euch vorstellen, wie ich abgehe, wenn ich alleine Dead Island spielen würde. Horrorspiel. Ganz was Furchtbares. Nee, ich mag solche Spiele echt nicht. Ich bin so eher der ruhige Aufbaustrategie-Mensch oder der in Minecraft einfach nur Buddler und Zusammenbauer. Deswegen ärgert mich, dass das so viel Monster-Drop gibt, der ja doch mehr oder weniger wichtig ist. Also fürs
ich sag mal, fortgeschrittene Minecraft, was abgesehen ist von dem... Oh,